Voltilam ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der zweiten Spielgeneration und stellt die erste Entwicklungsstufe von Vati und schließlich Ampharos dar, welche sich wiederum zu Mega Ampharos weiterentwickeln kann. Voltilam ist ein kleines vierbeiniges und lammähnliches Pokémon mit hauptsächlich hellbeiger Färbung. Dabei ist das komplette watteartige Fell hellbeige gefärbt und Gesicht und Beine sind blau, die Ohren und der Schwanz gelb-schwarz gestreift. Der Körper wirkt vor allem durch das dichte Fell aufgepustet und dick und auf dem Kopf bildet sich durch das Fell eine Haartolle. Das Elektro-Pokémon besitzt ein abgerundetes, breites Gesicht und diese Form ist auch bei den Ohren zu finden, die auch relativ groß sind. Auf dem Gesicht sind die schwarzen Augen und die kleinen Nasenlöcher erkennbar. Voltilam steht auf vier schmalen und zierlich wirkenden Beinen, die über je zwei Zehen verfügen, und der runde Schwanz wird zum Ende hin immer schmaler und am Ende oder an jenem Ende befindet sich eine orangenfarbene Kugel, die wie eine Glühbirne funktioniert. Und in seiner shiny Form ist Voltilam bei seinem Fell violett gefärbt. Voltilam ist ein nicht besonders kräftiges Pokémon mit ausgeglichenen Fähigkeiten, aus denen seine speziellen Angriffskräfte herausragen. Im Kampf setzt es vor allem darauf, den elektrischen Strom aus seinem Fell in kräftigen Elektroattacken wie Elektroball, Ladungsstoß oder Donner zu entladen. Gelegentlich geht es auch mit Tackle oder Bodycheck gegen Angreifer vor. Die hell leuchtende, glühbirnenartige Kugel an seinem Schweif macht es sich für verschiedenartige, lichtbasierte Attacken wie Ampelleuchte, Konfusstrahl oder Lichtschild zunutze. Nicht zuletzt kann er sein watteartiges, dichtes Fell nutzen, um sich selbst mit Watteschild gegen physische Angriffe zu wehren oder Gegner mit Baumwollsaat auszubremsen. Voltilam besitzen die Fähigkeit Statik, die sie mit vielen Pokémon des Elektrotypen teilen. Bei Berührung können sie eine Paralyse hervorrufen. Seltenere Exemplare können die versteckte Fähigkeit Plus besitzen, welche ihre Angriffskräfte verstärkt, wenn ein anderes Pokémon mit Plus oder Minus am Kampf teilnimmt. Wilde Voltilam sind vor allem auf wiesenreichen Graslandschaften wie der Route 32 in Johto anzutreffen, werden jedoch auch häufig in größeren Herden von Menschen als Nutztiere gehalten. Sie lassen sich beispielsweise im Dowsinghof oder auf der Ohana Farm in Alola antreffen. Voltilams flauschiges Fell lädt zu Streicheleinheiten ein, jedoch kann man es mit bloßer Hand nicht berühren. Das liegt daran, dass sich sein Fell durch Reibung und Temperaturunterschiede elektrisch auflädt. Je stärker es geladen ist, desto größer ist sein Umfang, da sein Fell sich immens aufplustert. Ebenfalls leuchtet dann die kugelförmige Glühbirne an seinem Schweifhell auf. Voltilams weicher Pelz speichert auch viel Luft, wodurch es im Sommer gekühlt und im Winter gewärmt wird. Wird es geschoren, wächst sein Fell innerhalb weniger Tage nach. Deswegen eignet es sich hervorragend zur Herstellung von Kleidung, die jedoch besonderer Verarbeitung bedarf, um sich nicht elektrostatisch aufzuladen. Voltilam stellt den ersten Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe dar. Es kann sich zu Vati weiterentwickeln, welches sich wiederum zu Ampharos entwickeln kann. Dieses ist zudem seit der 6. Spielgeneration zur Mega-Entwicklung fähig. Im Laufe seiner Entwicklung bleibt der Körperbau des Pokémon relativ unverändert. Jedoch entwickelt es einen zweibeinigen Gang und nimmt an Größe und Gewicht zu. Auffallend ist, dass es sein wolliges Fell stetig verliert, bevor es als Ampharos nur noch von gummiartiger Haut bedeckt ist. Die Hautfarbe verändert sich bei jeder Entwicklung erst von blau zu rosa und anschließend zu gelb. Ampharos gewinnt bei seiner Mega-Entwicklung noch den Drachentypen hinzu und in den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Voltilam zu Vati beim Erreichen von mindestens Level 15 ausgelöst, die von Vati zu Ampharos bei mindestens Level 30 und dieses kann sich dann noch mit einem Megastein zu Mega-Ampharos entwickeln. Mit dem Typen Elektro nimmt Voltilam halben Schaden gegen Elektro-, Flug- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.